Los. So Leute, wir sind wieder da. Heute schön am Freitag. Ich hoffe, ihr seid alle vom Herrentag ausgenüchtert und die Damen auch. Keine Ahnung, Gleichberechtigung, wer auch immer, was ihr so macht. Ich habe wieder der Wartdruck dabei. Hi, ich bin noch da. Und wir gucken natürlich erstmal, habe ich Glück oder habe ich kein Glück? Ah, ich fühle, dass ein neuer Zuschauer hinzugekommen ist. Ein junger Mann aus dem Sternenstautal. Sternenstautal? Nein, das bin ich nicht. Willkommen in quasi im Nachbartal. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Guck du mal, ob du auch gutes Glück hast. Ja, habe ich. Ja, sie wollen jedem gutes Glück. Das ist voll gemein. Ich will alleine. Da ist noch Sachen. Hallo, mein Liebling. Ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtner angefangen hast. Deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Pflanzen vergehen. Also plane gut. Verdammt. Du hast nichts angepflanzt. Das meine ich nicht. Das ist nicht schlimm. Jetzt haben wir die gleichen Pflanzen bloß. Weißt du, was wir brauchen? Geld. Das auch. Kaffeebohnen. Ja. Wenn du eine Kaffeebohne siehst, kauf sie. Ja. Ich gehe heute zu Gunther und bring Sachen zu Gunther. Okay? Ja, die Omni-Geode mit. Ja. Ich gehe in die Mine wahrscheinlich. Du hast hier irgendwo noch gesagt, du hast ein Schwert liegen für mich. Ja, in der Kiste, glaube ich. Dann müssen wir mehr Kisten aufstellen. Ja. Langsam eng. Deswegen werde ich. Kann ich mir das Deals Master nicht auch besorgen? Ja, könntest du, weiß ich gar nicht. Ich nehme die anderen Schwerter auch mit und gehe die gleich. Ja, nimm das rostige Schwert hier oben auch mit, bitte. Achso, ja. Die Zwille kann ich leider nicht. Nee, und die Geode? Die will keiner haben, die. Amethyst haben wir schon abgegeben. Kann ich mitnehmen. Kann ich nicht mitnehmen. Das haben wir alles schon abgegeben, okay. Du musst jetzt rausgehen. Ja, achso. Kannst du Community Center noch vorbeigehen? Und zum Beispiel die Cave Curl oder sowas mitnehmen? Oh ja, die und die Fische. Nehmen wir mit. Ich renne halt rum wie so ein Waffenschrank. Das ist gut. Und den Pilz? Aber wann machen die auf? 14 Uhr oder sowas, ne? Ja. 10 Slimes töten. Sehr gut. Oh, und es gibt Bären. Büsche mit Bären. Ja, habe ich auch gedacht. Das gibt nämlich Sammelerfahrung. Ja, nehme ich mit. Außerdem kann ich dann was essen in der Mine. Wir kriegen am Anfang nur eine. Wenn wir Sammelerfahrung weiter haben, kriegen wir mehr. Ja, wenn du mit Doppeldruck. Nee, das nicht. Du kriegst pro Stufe kriegst du dazu bis zu 3. Und wenn du dann durch Essen dein Sammellevel auf 12 erhöhst, dann bekommst du sogar 4. Das lohnt sich im Frühjahr nicht, die lohnt sich eigentlich nur zu essen, selbst auf der besten Stufe. Lachsbeere übrigens, eine unglaublich dumme Übersetzung, weil die Salmonberry die Prachthimbeere ist. Oder? Aber okay, so, Bündel Flussfische. Kannst du noch wieder? So, Bündel Spezialitätsfische. Nee. Gib auf, Slime. Ozeanfische. Tilapia, Sardine. Das Gefühl, dass mein Schwert, ich habe meine Sardine neulich verkauft. Das Camp fühlt sich im Multiplayer ziemlich blöd an, weil man dieses. Normalerweise hast du dieses gute Feedback, dass du, wenn du gegen einen triffst, gehen die halt sofort zurück. Ja. Das hast du hier halt einfach nicht. Warum nicht? Na, weil das bei mir ein bisschen verzögert ist, weil du hostest. Ah, okay. Sturgeon heißt Stör. Ah, Stör. Ja, Sturgeon, das hättest du mich auch fragen können. Das hätte ich gewusst. Der Stör. Naja, mich stört's nicht. Mensch, das ist eine tolle Mine. Ein Eisenerz und eine offene Treppe. Ein Eisenerz und eine offene Wunde. Offene Wunde. Ich laufe immer noch weiter. Ja, ich laufe und ich laufe und ich laufe und ich laufe. Bündel Tier, Bündel Nutzpflanze. Ah, nee, das ist nicht da, das ist da unten. Das ist mir echt ein Spiel. Kommt doch mal hin, ihr dumm. Hast du das alles geschrieben? Ja. Zugi hat schon wieder nur gehört, was sie hören wollte. Frozen Geode. 2 Stück. Aber ich weiß, den Chub braucht man später noch für einen Bundle am Bulletin Board hier. Auf zum Grund. Erreiche den Grund der Mine. Okay. Ich muss noch 3 grüne Schleimse. Ich brauche so krass ein besseres Schwert. Brauche noch 3 grüne Schleimse. Noch. Suki, Respekt. Oh, ich muss grüne Schleime töten? Ja. Ich töte gerade ganze blaue Schleime. Ich brauche einen schwarzen Barsch, um es auf meinem schwarzen Kopf zu reiben. Gefunden.
Da fehlt ein Leerzeichen. Bitte komm so schnell wie möglich damit vorbei. Elliot braucht einen Schwarzbarsch, um es auf seinen schmerzenden Kopf zu reiben. Also die Übersetzung. Sollten wir da haben, glaube ich. Wir haben keinen Schwarzbarsch. Und wenn, dann habe ich ihn gerade weggegeben. An das Community Center. Immunity Center. Für Eisen habe ich ihn jetzt schon. 9. Das ist nicht genug. Ist das genug? 9! Jade! Haben wir schon Jade? Jade, ich glaube nicht. Tigerauge. Das weiß ich. Das erkenne ich sogar. Einmal Erz. Opalit. Auripigment. Okay. 5-mal Erz, ist gut. Das ist der Dwarvenhelm. Zwergischer Helm. Einfach Zwergenhelm zu sagen, aber nein. Können wir halt Zwergen-Schriftrollen sammeln, ne? Ja. Coelestin. Gunther kann mir was erzählen, Gunther kann mir was erzählen. Oh, das ist gut, dass Gunther mir was erzählen kann. Vor allem, weil du ja die ganzen Sachen auch kriegst. Die, den hatten wir schon. Den versteinerten Schleim. Den können wir gleich verkaufen, den versteinerten Schleim. Wir haben 10 Kupfererz, 6 Kupfererz und 10 Eisenerz bekommen. Ich habe die Kupferminen nochmal runtergeschoben, Stück und die nochmal. Mülltonnen treten, der Volkssport. Kannst du nicht die gleichen Mülltonnen treten, die ich auch schon getreten habe? Ja. Sehr gut. Dem Museum spenden. Ach, Bartrak, bitte, nein. Was? Oben hier kommen nur Sachen hin, die man auch im Kristallarium verarbeiten kann. Ich habe gefragt, hast du irgendeine Ordnung? Nee, eigentlich nicht. Außer, dass das Zeug ein bisschen zusammenliegt. Edelsteine, Nein, das ist der Rusty Spur, da kommt Rusty Cock noch hin. So, Kong hin. Weißt du? Ich glaube, ich schärfe eine Kiste vor das Museum und du kannst auch machen, was du willst da. Eben. Und der Dwarvenhelm. Den würde ich... wo packt man den hin? Weil da mussten die 4 Schriftrollen und die... Und die der Dwarvencomputer. Dann mache ich das dahin. Zack. Belohnung abholen. Ich kriege einen uralten Samen, ein uraltes Samenrezept, eine stehende Geode und eine Nacht auf den Eco-Hügeln. Bitte was? A Night on Echo Hills. Jetzt Urlaub, kannst du dir besorgen. Viel Spaß. Das ist ein Bild. Wir schenken dir eine Kreuzfahrt. Auf den Eco-Hügel. Amazon Echo. Slimes so? Ich habe eine voll die gute Idee. Ein Slime. Ich brauche nur 2 Slimes. 300 Holz holen und hier hinten die Brücke zu reparieren. Wir sollten genug Holz haben. Eben. Da ist Lehm, den nehmen wir mal mit. Den Lehm bauen wir mit. Ah. Boah, dieses war so unglaublich unwitzig. Zumindest erkennst du es selbst. Ich bin schlau. Schlau. Joseph Smith war ein Prophet. Dumm. Hallo Haley. Ich trete mal deine Mülltonne. Ich brauche nur 2 Slimes. Muss ich jetzt wirklich noch von vorne die Mine durchgehen? Ja. Hallo Harvey. Ja, eben. Brauchen wir noch Earth Crystals? Nimm mal mit, wenn du sie findest, nimm sie mit. Rate mal, wer so dumm war und sich schon wieder keinen Timer gestellt hat, obwohl er sich sogar eine Timer-App gezogen hat. So, ich sage jetzt einfach mal 13 Minuten. Ich habe mir eine Timer-App extra für meinen Smartwatch gezogen, um das nie wieder zu verpassen. Du solltest dir vielleicht eine To-Do-App besorgen. Ich kenne eine ziemlich gute. Eine To-Do-App, wofür? Damit ich nicht vergesse, mir einen Timer zu stellen. Ja. Soll ich mir das auf die To-Do-App schreiben? Ich kann dir eine To-Do-App und eine Wecker-App empfehlen. Moment. Eine Wecker-App? Ich habe selber eine coole Wecker-App. Oder ich pflanze sie. Ja, ich pflanze sie jetzt dahin. Zack. Ich habe die Ancient Cities gepflanzt. Okay. Wir kriegen Geld. Ja, ich habe die ganzen Waffen verkauft. Okay. Ich überlege, ob ich mir noch eins kaufen kann. Die Lachsbeere heben wir auf. Achso, wollen wir das hier? Ich kann mir ein Piratenschwert kaufen. Ich habe hier einen Strohhut und ein Piratensäbel.
Nein, ich nutze auch die Zelda-Wecker-App. Ach so. Weil ich die ziemlich cool finde. Ja, schon ruhig, okay. Sugi, jetzt hast du es verraten und jetzt bin ich neugierig. Erzähl mir mehr. Wo finde ich die? Finde ich die im Play Store? Im App Store? Im Store Store? Amazon Store, nein. Amazon. Was wollte ich denn jetzt hier? Ich wollte 300 Holz mitnehmen. Für morgen. Für heute. Für alle. Dumm, 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 dumm. Beste übrigens, dass mich das total irre macht mit den ganzen Baumstumpfen hier. Ja, sobald wir eine bessere Axt haben, können wir die auch wegmachen. Aber jetzt lohnt es sich halt nicht. Also du kannst sie gerne wegmachen. Aber es gibt halt keine Erfahrung. So. So, 300. 300. Morgens. 300 morgens? 300 morgens. Warum habe ich hier einen Teleserviter bei mir auf dem Boden stehen? Ich bin schlafen gegangen. Ja, ich habe gerade die Kiste verprügelt. Dumm, 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 dumm. Ich werde noch ein bisschen Eisen ansetzen. Und dann gehe ich auch schlafen. Geh schlafen. Ja, 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 ja. An einem Taschenrechner, Wecker, Downloader und eine To-Do-App für Android programmieren. Ja, kann man ja machen. Kann man sich dann einfach... Ich bin stolz drauf, funktioniert alles. Ein Anruf, sorry, aber... Oma, ich kann gerade nicht. Ich muss arbeiten. Ich kann jetzt Staircases bauen. Ich rufe wann anders an. So, ein Tag noch? Ein Tag noch. Nein, ja, wir haben so ungefähr noch 10 Minuten. Nach der unglaublich genauen Uhr, die du gestellt hast. Ja, komm. Kikeriki. Hallo, lieber Nachbar. Ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Alter, die Katze ist gerade richtig gebackt. Zoom mal bitte zurück, Leute, und guckt euch das hier oben nochmal an. Ich schreibe diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass PS Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Ich kann nicht mal ein paar Dutzend mal Boxen. Ja, ich habe mal die Katze angefasst. Berühren. Nein, nicht alles mitnehmen. Nein. Wir haben leider zwei Eisen zu wenig, um... Meine Gießkanne auf Eisen zu bringen. Ich will nicht. Achso, ich muss Kohle mitnehmen, deswegen hat es nicht geklappt. Ja, ich war gerne ein Kohle mitnehmen. Ja, ich weiß, das ist normalerweise auch, aber gerade eben war ich dumm, 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 dumm. Das ist nichts Neues. Ist ja nicht so gemein. Ja, das kann man mal machen. Nimm doch einfach Wunderlist. Ich glaube, das ist nicht die Antwort, die du hören wolltest, aber das ist die Antwort, die ich dir geben kann. So. Fertig geschlossen. Ich hoffe, dass da unten in dem 3x3-Feld der Dings groß wird. 3x3-Feld? In diesem 3x3-Feld der Blumenkohl groß wird. Das kann ein Riesenblumenkohl erscheinen. So. Und wenn wir, den müssen wir mit der Axt abhacken. Aber bevor du übrigens deine Kanne abgibst, will ich, dass wir dann gemeinsam hingehen. Ja, ich habe noch nicht genug Eisen. Ja, wenn, dann brauchen wir mehr Erz. Weil dann kann ich nämlich gucken, ob ich dann auch gleich meine Axt abgeben kann und ob der zwei Sachen gleichzeitig bearbeiten kann. Wenn wir es gleichzeitig geben. Sollte er können. Naja, nee, weil wenn er dann deins anfängt, kann ich nichts mehr machen, glaube ich. Wenn ich einmal raus bin. Wie kostet denn das auch? Das kostet 5000 auf Stahl, oder? Nee. Ja, achso, können wir eh noch nicht, ja. Soll ich trotzdem schon mal Eisenerz sammeln hier? Ja, na klar, Eisen, Kupfer, alles was du kriegst. Siehst du, ich kann Fischkörbe bauen. Ich glaube, da brauche ich 3 Eisenbahnen. Das okay. Ist ziemlich teuer. Und die halten auch eine Weile. Man kann sich auch einfach einen neuen Kühlschrank kaufen. Ja? Ich habe es okay gemeint. Eine Bestandslisten-App für den Kühlschrank mit Ablaufdatum. Mhm. Wenn du das übrigens hinbekommst, das über den Scanner zu machen, wobei ich weiß nicht, die Ablaufdaten sind nicht im Scanner drin, das müsste man dann halt neu machen, dass man sagt, okay, die werden alle speziell bekommen, nur so einen kleinen Scanner ab Werk, wo das Ablaufdatum mit drauf ist.
Das wäre ziemlich cool, wenn die Info damit hinterlegt wäre. Dann scannt man es einfach in den ein, bevor man es in den Kühlschrank packt, an der Kühlschranktür einscannen. Und der Kühlschrank sagt ihnen, das wird bald schlecht, essen Sie das mal bitte. Du könntest und du sagst den, so, okay. Könntest dem Kühlschrank eine kleine Datenbank geben, die halt quasi sagt, Milch maximal 2 Wochen. Käse maximal 3 Wochen. Ja, aber das ist halt trotzdem blöd, weil je nachdem, was du hast, manchmal haben die ja unterschiedliche Haltbarkeitsdaten, selbst wenn du sie kaufst. Ja, aber du könntest halt aufs Nummer sicher gehen und sagen, hey, du, da. Hey, du, Weihnachtsmann. Ist das nicht ein bisschen früh dafür? Es ist nie zu früh für Weihnachtslieder. Also. Du solltest mich mittlerweile kennen. Ja, aber das ist schon sehr früh. Eben. Ich finde es unglaublich gut, wenn man Stardew Valley mit Controller spielt, kann man einfach das machen. Man kann halt einfach durch die beiden Sachen durchscrollen. Ja, das ist für mich recht natürlich. Wenn man das nicht spielt. Ich verstehe auch gar nicht, warum es da, finde ich, auch einfach 2 Tasten gibt. Fertig. Ja. Q und E zum Beispiel. Was jetzt passiert? Wow, die Angel, die habe ich auch kurz gesehen. Was hast du getan? Cutscene. Hast du die Zähne geändert? Verpflichtende Cutscene. Oh Mann, ich bin gerade am Angeln. Leute, habt ihr die Angel gerade kurz gesehen? Ja, bei mir hängt du musst durch. Bild. Du kannst durchklicken übrigens. Du kannst nicht durchklicken, du kannst auch auf Skip gehen. Wow, jetzt sehe ich dich dafür. Wieso bin ich hier? Was mach ich? Aber du angelst da hinten noch. Was? Gehst mal nicht zum Morris und holst ja keine. Angelst du dir die Gutscheine? Was? 50%! Was tue ich hier? Gerade dein Bitch. Irgendjemand interessiert. Panik! Ich bin interessiert. Geil. Lust, das geht geil. Fliege ich jetzt wenigstens wieder raus? Warte, Katz. Dann habe ich es gerade kaputt gemacht. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Ey, du da. Geh weg hier. Das muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du es ihnen verübeln? Der Georgia-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Das ist witzig, weil Morris hat mir keinen 50% Gutschein gegeben. Das ist alles viel teurer als bei Pierre. Weißt du, dass ich nicht durchgehen kann, weil da Louis steht? Ja. Doch, kann ich. Und bald wird der ganze Ort das verstehen. Tschüss, Morris. Nein, komm zurück! Das sieht so unglaublich. Warte mal. Oh, verdammt, du hättest mal drin bleiben sollen. Ich hätte geguckt, ob ich rausgehen kann und dein Angel-Dings finde. Ich wollte gerade ganz ruhig da oben angeln, auf einmal bin ich im PS-Laden. Das ist nicht gut. Zierlauch. Standarddünger. Er hat nur Standarddünger. Nee, Standarddünger kaufe ich nicht. Genau so wie. Aber das war unglaublich witzig. Warte mal, was kostet der nochmal? 10, ne? 10, ja. Das ist ein Lauch. Tja, du bist ein Lauch. Ich hab Lauch gefunden. Dieser Lauch ist ja echt der Hammer. Kann ich George ins Gesicht drücken? Ja, George liebt Lauch. Das sind Sätze, die man häufig hört. George liebt Lauch. So wie der Satz, wo ist die Salzsäure schon wieder hin? Die habe ich übrigens da hinten hingestellt. Mhm. Wieder ins Regal zurück. Ei-Knopf. So, ich werde jetzt mal ganz kurz ein bisschen Chitty-Chitty machen. Was? Indem wir uns ein Spring-Onion holen und dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann also mit Fischen auffüllen. Wenn wir noch Fische. Haben wir nicht mehr, ich habe noch Fische weggegeben. Du hast ein massiver Fang erhalten. Mothercatcher. Ich habe meine Mutter gefangen. Hast du eine Mutter gefangen? So einen dicken Fisch? Ja. Weil, verstehst du, wegen denen, deine Mutter ist so Fettwitzen. Das war ein Witz. Kann ich die Sprache eigentlich im Game umstellen oder musst du dafür ins Hauptmenü? Ja. Nee. Nee. It's funny because it's true. Also das mit dem Hauptmenü und dem Sprache und so weiter, ne? Findest du, das war witzig? Nee, aber funny. Du bist so werbegeschädigt. Nein. Doch. Oh. Oh. Ich will den haben. Ich hab 2 Eisenerz, die uns gefehlt haben. Sehr gut, ich hab wilden Meerrettich.
Hab die gerade geangelt. Das ist gut. Ich gehe jetzt Golddinger holen. Und zwar, der Trick ist, das ganze Inventar voll zu machen, außer eine Frühlingszwiebel. Und dann geht man da runter und hofft, dass die Frühlingszwiebeln von neulich noch da sind. Ja. Und dann? Zack. Er sagt erstmal, kann ich nicht ernten. Und irgendwann wird es eine goldene. Das kann eine Weile dauern. Aber früher oder später erntet man einfach goldene Frühlingszwiebeln. Und goldene Frühlingszwiebeln sind halt einfach mal mehr wert. Nein, goldene Sachen sind mehr wert. Haben wir den Skeletal Tail schon? Den Skelettschwanz? Ja, ich glaube, den haben wir schon. Das ist der dritte, den ich gar nicht habe. Tja. Tja, ja, tja, ja. Der Verrückte mit seiner Angel ist nicht mehr da. Das war sehr witzig. Ja, das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe jetzt einfach 15. Ich glaube, man kann Cutscenes mit einem allgemein sehr kaputt machen. Ich glaube, Multiplayer-Cutscenes werden noch sehr witzig. Was suchst du? Was? Wie, was suche ich? Ja, du hast 15 los. Gold. Ich hab 15 goldene Dings gekriegt. Ah ja. Das ist ziemlich cool. Ich komme gleich ein bisschen Geld nach Hause. Und bringt mir auch mein Sammellevel weiter hoch. Und wir müssten auch gleich mit der Folge durch sein. Was sagt meine Uhr? 29 Sekunden? Na. Das heißt. So wenig nehmen wir erst auf? Ganz kurz auf Pause. Nein. Keine 29 Sekunden. Nein, 29 Sekunden Restzeit. Das ist Timer. Ich habe extra einen Downtimer, damit der mich erinnert. Hey du Idiot, es ist zu spät. Achso. Was macht ihr, wenn da aber Null auf reicht? Klatscht ihr dir Fische ins Gesicht? Nein. Ja, schade. So ein Timer ist der nicht. Ist nicht so wie andere Timer. Das ist nicht diese Art von Timer. Wer kennt sie nicht? Die Timer, die einem Fisch ins Gesicht klatschen. Das klingt eher nach dir. Wenn Vardrak ein Timer wäre. Hey du Lappen, bam, Fisch! Die Zeit ist um. Nee, das hast du falsch. Das sagst du einfach falsch. Das geht nicht, hey, ey du Lappen, bam, Fisch, sondern ey du Lappen, patsch, Fisch ins Gesicht. Time's over. Ich hab noch einen Lauch gefunden, der war versteckt. Du Lauch. Ach ja. Brauchen wir die Leute? Nee. Kann ich verkaufen. Ach, dieser Lauch ist echt Hammer. Nur Meerrettich nicht verkaufen, ne? Nee, ich bin Lauch auch auf. Den können wir später Dings schenken. Aber unsere Kiste ist leer, ist voll. Ja, ich werde mir morgen mal Zeit nehmen, die Kiste zu sortieren. Wir gucken gleich mal, was der finanzielle Unterschied zwischen den Qualitätsstufen ist. Wieso ist meine Fischkiste eigentlich so leer? Ich habe doch Sachen in die Dings gebracht. Ja, warum hast du von jedem Fisch einen da lassen? Hä, ich musste die in die Dings bringen, in das Community Center. Achso, ich hatte nur einen drin gehabt von jedem Fisch. Ja. Na Mensch. Ich hab Glück gelaufen. Ich hab die ins Community Center gebracht. Gebrotet. So, du kannst brennen. Ich brenne. Die sind noch auf Frozen Geoden drin. Die hab ich nicht gesehen. Hey ho, das habe ich Boah, nicht Fox. Nee, das ist Boah Mafi. Das kommt viel besser. Du brauchst 2 Kohle. Hast du? Ich hab 10 Kohle. So. Tevatra geht gleich schlafen. Mach schon mal Schluss. Den kann ich nicht. Ich muss erst auf die, links anziehen. Ach. Gibt ja unsere gutes Kupfer aus, nur um noch einen Ofen zu bauen. Na, ich wollte meine Quest fertig machen. Ja, ja, ich komme ja schon, ich gehe ja schon ins Bett. Es ist okay. Was denn, alles gut? Macht doch keiner Stress? Ja, weil sie sieht man nichts, das ist blöd. Das ist nicht so schlimm. Sie sehen das Feuer da oben, wie es wunderschön brennt. Sehr schön. Das war die falsche Taste. Die Müller startet neben dem Bett, ist super. Ich freue mich jedes Mal wieder. Ha! Ich lasse dich einfach warten. Ha! Lass dich einfach warten. So, eben das Original. Nur Original mit Boah Mafi. So, und jetzt haben wir hier den Unterschied. Wir bekommen 8 für eine Frühlingszwiebel und 12 für eine goldene Frühlingszwiebel. Wow. 4 Geld.
Das macht aber bei 10 schon 40 aus. Und wenn du 100 hast, ja. Dann sind das, kannst du ja fast ein Kaugummi verkaufen. Eben. Da hättest du dir früher fast einen Center-Shock von leisten können. Und mit diesem Retro-Rückblick-Dingens gehabt, wollen wir uns für heute auch entschuldigen, ja, verabschieden. Entschuldigen uns dafür. Schaut in die anderen Videos auch mal rein. Schaut euch auch die Tutorials an, die ich gemacht habe. Und noch bald mal wieder machen werde. Kann sagen, kommen da noch mehr? Ja, da kommen nächste Woche wieder welche. Sehr schön. Und schaut auch auf Twitter vorbei. Und schaut auch auf Twitch vorbei. Da gibt es ab dem Wochenende auch wieder Livestreams. twitch.tv/bloodyfox13. Für einen Kommentar oder ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das mal. Jetzt kommen die ganzen Standardsprüche. Ja, bis zum nächsten Mal und tschö. Ciao.